Ich weiß nicht, ob wir mit der schon ein Date hatten. Keine Ahnung. Morning, handsome. Na, Milf? So. Oh, wir haben eine Nachricht. Von... Oh, es ist so nett. Draußen diesen Morgen. Wir sollten im Park einen Spaziergang machen. Ich liebe es, Begleitung zu haben. Okay. Ja, die ist ganz niedlich. So, gut. Second Date. Gucken wir erstmal in ihr Profil. 36 Doppel D. You can ask me anything you like. Mal sehen, 36 Doppel D. My main hobby. Does getting drunk count? Saufen. Toll, ihr Hobby ist Saufen. Is there anything else you'd like to know about me? Mal sehen. Was arbeitest du? Actress. You see, I make very special movies for my fans. Sie dreht Pornos. Sure, Date. Baby. Where are you taking me? No, wait. In den Puff. Surprise me. Wieso? Sie entscheidet doch, wo wir jetzt hingehen. Farmers Market. Da zieht sie wahrscheinlich was Hochgeschlossenes an. Do they have any fast food joints around here? Das ist mir völlig egal. Ich habe Appetit auf Melonen und auf Pflaumen. Vielleicht ein bisschen Pfirsich. Ja. Aber hauptsächlich Melonen mit diesem Schachbrettmuster. Gut. Pam. Die bürsten wir doch weg. So, schauen wir mal. Das läuft doch schon mal ganz... Nein, das funktioniert ja nicht. So. Das bringt ja leider nichts. Das ist Passion. Ja, genau. Kombinier nur die Dinger damit. So, ich muss die Teddybären wieder sammeln. Pam. So. Nur noch 7 Moves. Läuft gerade nicht so gut, würde ich sagen. Nur noch 5 Moves und die Hälfte der Punkte fehlt noch. Und ich kriege einfach keine Glöckchen zusammen. Süßer die Glocke nie klingen. Ja, 3 Moves und die Hälfte der Punkte fehlt. Alter, das ist unschaffbar, Leute. Was sind denn das für Minigames? Kann man ja gar nicht gewinnen. Ich habe nur noch einen Move und mir fehlen 100 Punkte. Wie soll ich denn da 100 Punkte kriegen? Echt jetzt? Oh mein Gott. Na, siehste, fehlten immer noch 70 Punkte. You see, this is why I don't really date men. Ja, du lässt dich lieber von den Männern rudelbumsen. Also echt jetzt. Das Spiel bringt einem völlig falsche Werte bei von Frauen. Nicht alle Frauen sind Nutten. Nur die, die sich so kleiden. Gucken wir nochmal ins Profil. 36, Pornstar. Habe ich doch gesagt, sie ist eine MILF. Und so eine echte. Doppel D, trinken, Pornostar 36. Ja, wie gesagt. Du könntest mal kurz auf die Knie gehen und zur heiligen Stange beten. Ja, gut. Nachname. Well, if you mean my real last name, it's May. Was ist das denn bitte für ein Name? May. Gut. Punktemäßig, also liebespunktemäßig können wir uns noch nicht leisten, aber wir könnten ja mal was kaufen. Mal sehen, worauf steht die denn? Gummis haben wir hier nicht.
Okay. Gut. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Gifts. Bag of Goldfish. Baking-Utensilien. Yoga-Blöcke. Die kaufen wir einfach mal. Culinary. Get loose and have fun. Gucken wir mal. Can you get me something to eat? Pretty please. Oh, oh God. I'm so bad. Mhm. Was war das jetzt nochmal? Maye 36 Pornstar Drinking Doppel D. Ups. You can ask me anything you like. Gut. You're looking at 126 pounds of pure beauty. 126 Pfund. 63 Kilo, glaube ich. Gut. Tja. Dann daten wir mal eine andere. Warum schläft die? Ach, gehen wir mal zu Bitch. So soon. Ja. Du kannst mir ein paar Nacktfotos von dir schicken, damit ich dich nicht so lange vermisse. Oder damit ich dich intensiver vermisse? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Oh Gott, this guy? Oh nein, du dumme Schlampe schon wieder? Hier. What? Am I supposed to blow you now? Get real. Ja. Denn für solche Ketten, da macht man sowas nun mal. Ich habe die Regeln nicht gemacht, Mädel. Mal sehen. B102 Student Shopping. You know what I've been wondering? How do you vent when somebody pisses you off? Ich denke an glückliche Gedanken, ich haue meine Kissen und ich schreie es ihnen ins Gesicht. Yay! Schnauze, Bitch. Kennen wir ihr Alter? I'm 21. I don't know why, but people say I look younger. Tja, you learned all this. Ja. Yeah, yeah. You're lucky I'm in a good mood today. Irgendwann müssen wir ja mal das dritte Herz bei der Bitch quasi earnen. Second date. Eigentlich ist es schon das dritte Date. Tennis. Great. Now I get to be all sweaty and gross. Endlich hast du mal weniger an, Mädel. Sonst trägst du ja immer bis oben hin geschlossene Klamotten. Da habe ich mich echt schon gefragt, ob du nichts anderes im Schrank hast. So. Wir sehen. Ja. Nein. Was auch immer du gerade sagen wolltest, Mädel, ich hab's nicht gehört. Du warst zu leise. Nein, das ist ja doof. Glöckchen. Noch ein Glöckchen. So. Good boy. Okay, noch 5 Moves. Okay, noch 6 Moves. So, jetzt wird's wieder kompliziert. 4 Moves und wir brauchen noch 54 Punkte. Das war's nicht. Herzen bringen ja bei ihr nichts. Diese komischen Passion-Dinger.
Die bringen am meisten, aber da kriege ich keinen Dreier wieder zusammen. Nur noch 3 Moves. Glöckchen. Passion. So. Alter, noch 20 Punkte. Yay! Success! Zieh was aus, Mädel. Warum kommen wir bei der Bitch so gut an? Bei den netten Mädels abgeblitzt, aber bei der Bitch gewonnen. Was? Thotty-Outfit? Das klingt irgendwie komisch. Checken wir mal ihr Profil. Mal sehen. 2102 Student Shopping B. Okay, here's an asshole test. You remember what I told you when you asked where I worked? Die arbeitet doch gar nicht. Fuck you, you dickhead! Die arbeitet doch gar... Scheiße, die ist Schülerin, Student. Oh, blöde Kuh. Blöde Bitch. Nimm ein paar Yoga-Blöcke. So, I'm like starving. Like, to death. It's kind of... Ja, die werfe ich dir gleich in den Kopf. So, mal sehen, steht die auf Fast Food? The problem. Eating frisst always das. Makes me want to smoke. Ja. Question for you. Ach, nö. I'm afraid to even ask. How many times a day do you touch yourself? Wenn ich an dein Gesicht denke, so oft wie es nötig ist. Oh God. Hallo? I don't even want to know what that means. Das ist keine konkrete Zahl. Wenn ich den ganzen Tag notgeil bin, bin ich den ganzen Tag dabei, mich anzutatschen. Was denkst du denn, Mädel? Fasst du denn nicht hin und wieder auch mal an die eigene Mumu? Quasi mal eben kurz auf Höhlentour gehen mit dem vibrierenden Freund, der kein Handy ist? Man weiß es nicht. Make yourself useful and go get me something to eat. Hey, give me that. Ja, rein mit der Melone. Checken wir nochmal ihr Profil, nicht, dass sie wieder so ein Bitch-Test macht. 2102 Student Shopping B. You know what I'm wondering? If someone said they saw me with another guy, what would your reaction be? Maybe I'll hate fuck someone schon. To get their ass beat. Trollolol. So. Mal sehen, wir können wieder upgraden unsere Traits, weil wir 3000 Punkte haben. Mal sehen. Talent Token Matches gives an additional 200% Affection. Accessory Musik, Accessory Beach. Flirtation Token, 200% Affection. Romance Token, Sexuality Token. The maximum Passion Level increases to 8. Passion Token Matches gives an additional. Mal sehen. Nee, Penalty ist doof. Power Tokens multiply the affection earned from a match by 2 times. Was sind Power Tokens nochmal? Mal sehen. Getting a Power Token increases to 40% for 4 of a kind matches and 90% for 5 of a kind matches. Als wenn ich so häufig diese Treffer hätte. Toll. Was bringt denn hier am meisten was? Ach, nehmen wir das Talentding. So, gut. This be good for a laugh. How much did I say I weighed last time you asked? 104? You've got to be kidding me. Ach, leck mich doch, 102 war's. Dämliche Schlampe, echt ey, die macht mich voll aggro. Fine, gehen wir mal. Whatever. Ja, verpiss dich. Gehen wir mal zu der Nerd-Dame, die hoffentlich ein bisschen netter zu uns ist.